Hallöchen, meine Damen und Herren. Ich habe eben von Sansa ein Video geschickt bekommen, bei dem mir echt fast die Augen rausgefallen sind. Und zwar eine Art Cheat, bei dem theoretisch ein Mensch überhaupt nicht mehr nötig ist. Wir laden noch geschwind in den Fall rein und haben hier einen AFK stehenden... Oh, eine Ticket to Hell. Und er ist immer noch AFK. Hallo? Oh, und ein M9 bei... Nicht schlecht, Monsieur. Das sind doch auch Handschüchen da, oder? Oder sehen die nur krepelig aus? Ist die Textur nicht geladen? Sahen gerade so ultra schwarz aus. Ja, und zwar gibt es, wie gesagt, Cheats und auch Programme, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon und darauf basieren auch mittlerweile schon einige normale oder andere Cheats, die halt einfach das Bild scannen und dann gucken, wo ist der Feind, also visuell. Und dann die Software eben ansteuern extern und halt dann dementsprechend den Aimbot oder die Aim-Unterstützung bedienen. Aber bei diesem neuen Verfahren oder bei diesem Verfahren, das von einem YouTuber mit dem Namen Kamal Carter gezeigt wird, wird diese Information an Hardware weitergegeben. Also tatsächlich eben an die Maus über einen, ja, über eine Art Roboter. Und dann bewegt dieser Roboter die Maus und schießt auch für dich. Das heißt, du brauchst überhaupt keinen Menschen mehr, sofern du eben auch... ein Roboter hast, der halt auch für dich läuft, brauchst du überhaupt keinen Menschen mehr, der überhaupt da ist und diesen Cheat und diesen Computer vor allem bedient, sondern es geht vollautomatisch. Als ich das gesehen habe, musste ich schon fast schmunzeln, weil ich dachte, wenn es so weit kommt oder wenn man so weit geht und so einen Cheat benutzt, dann ist es ja erstens mal nicht mehr vonnöten, mit dieser Erweiterung, sage ich mal, dass das Ding auch von alleine läuft, dass überhaupt noch ein Mensch da ist und somit ist auch niemand da, der dieses... Feeling, was eben ein Cheater hat, das er hat, wenn er cheatet, der das ausleben kann. Das heißt, du spielst dann auch als Gegenspieler nicht mehr gegen einen Cheater, sondern einfach gegen den Bot. Also gegen einen sehr gut eingestellten Bot, wenn man dann so will. Und das ist irgendwie so ein Schritt, das ist so weit, also es geht so weit und gleichzeitig wieder zurück irgendwie. Weil es ja dann doch einfach nur ein Bot ist halt, gegen den du spielst, also der bei dir im Gegnerteam ist und der brutal am Reinballern ist. Und den man wahrscheinlich eben auch nicht über eine Anti-Cheat-Software erkennen kann. Weil tatsächlich die normale Hardware, ich wollte gerade sagen, Alter, hinter dir, okay, das ging ultra flott, die normale Hardware des PCs benutzt wird mit externen Eingaben und nichts automatisiert läuft über Software oder ähnliches. So, es geht wie gesagt jetzt schon, also es gibt eben zwei Systemgeschichten, ich kümmere mich hier gleich noch drum. Da hast du einmal das Main-System ohne Cheat, auf dem eben gespielt wird, dann ein zweites System, auf dem die Cheats laufen und die wiederum dann... die ganze Sache rübergeben an die Software auf dem ersten PC halt. Aber wenn du noch den Umweg über die Hardware hast, das ist ja nicht zu entdecken, weil in diesem Fall, ich zeige es dir nochmal ganz kurz, der Computer eben tatsächlich die Maus selbst bewegt und dann damit oder dadurch das Aiming hat. Gerade über diesen kleinen Servos da außen rum wirkt das alles so wie echte Eingaben, so als wenn ein Mensch das Ding halt bewegen wird. Und halt sehr gut spielen würde. In dem Video spricht er darüber, das werde ich euch verlinken, dass sein Bot in Richtung der Profis schon geht. Zwar noch nicht ganz so krass, ist aber schon wirklich brutal krass. Also es würde insane abgehen, das Teil. Und ja, ich denke, wenn er noch ein bisschen Feintuning macht, dann kann er wahrscheinlich den Menschen auch überholen. Nur, wie gesagt, wo kommt man dann hin? Also wo ist dann der Punkt, an dem man sagt, das ist noch für einen Cheater, also aus der Perspektive eines Cheaters sinnvoll? Weil du bist ja dann gar nicht mehr am PC, du hockst ja einfach so da. Und das Ding spielt für dich. Also das ist ja noch langweiliger als mit Cheats schon. Weil du ja überhaupt gar nichts machst. Nichts. Du kannst doch nicht sagen, dass du selbst spielst. Es wird dein Account bespielt von einem Bot. Also es ist ganz komisch. Irgendwie ganz, ganz komisch. Es ist so wie Peak. Höher geht's nicht. Höher bringt's nichts. Weil alles andere ist, es muss tiefer gehen eigentlich wieder. Oder zurückgehen. Damit eben dieser Vorteil, den man hat, den man dann halt fühlt von wegen, wow, ich bin so stark, obwohl ich scheiße bin, aber ich gewinne trotzdem, der ist ja dann sonst nicht mehr vorhanden, wenn du nicht mehr als Mensch da sitzt und das halt genießen kannst, wenn man das denn so nennen möchte. Gut, ich habe natürlich jetzt überhaupt nicht aufgepasst, ich alter Keck. Ich war echt baff, dass wir schon wieder einen hatten, der hier mit Knifflichen und Geschichte unterwegs ist. Ich habe jetzt vorhin, ich habe 4 Overwatches gemacht. Alle Spinbotter, komischerweise nicht auf Office, sondern auf Cash zweimal und zweimal auf Inferno. Dann bin ich kurz vom PC weg, komm wieder ran, lad den neuen Fall. Das habe ich jetzt auch direkt hier mit euch gemacht. Und zack, da haben wir wieder einen mit Zeug am Start. Ich könnte jetzt, wisst ihr, was ich mache? Ich snack mir den Fall und hol mir den Account. Und da gucken wir uns da einfach nächstes Mal den Account mal von dem an und schauen, was mit dem passiert ist. Und guck mir den Fall dann nochmal so für mich an. Sorry, ich habe jetzt null drauf aufgepasst. Ach, und bevor ich es vergesse, wir haben ja noch ein YouTube-Giveaway laufen. Und zwar mit dieser Sword of Apocalypto. Da werde ich mal hier geschwind noch den Gewinner ziehen. Was ist denn das hier? Muss man das jetzt machen oder was? Muss man hier eine Abfrage? 4 plus 5 ist gleich 9? Was? Muss man jetzt hier irgendwie eine Rechenaufgabe jedes Mal lösen? Also snacken wir uns mal die Kommentare. So, 43 Stück. Und jetzt
werden wir den Gewinner hier über diesen Common Picker ziehen. Und gewonnen hat... Oh my God! My 5-0. Nehme alles, was übrig bleibt. Vielen Dank für dein Format. Sehr edel, Monsieur. Freut mich, dass du das gerne anschaust. Das war, glaube ich, das war ein Overwatch, ne? Das war dieser... das war das Video mit... Schon wieder einer mit Knife, hieß es, glaube ich. Somit bekommst du dann diese Apokalypto-Schrotflinte. Schreib mir bitte hier unter dem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und schreib mir danach bitte auf Anfrage einfach deinen Trade-Link. Und dann, ja, kann ich dir das Ding rüberschicken. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir machen natürlich direkt noch eins, an dem man teilnehmen kann, indem man hier einfach einen Kommentar schreibt. Und zwar sollte euer Kommentar, wir machen das wieder mit Codewort, weil sich das gewünscht wurde, euer Kommentar sollte irgendwas mit Doktor beinhalten. Auch wenn ihr, achso, man sitzt nicht hier. Auch wenn ihr das einfach dazu schreibt in euren Kommentar. Aber ja, es sollte auf jeden Fall Doktor mit drin stehen. Dann weiß ich, ah ja, derjenige will hier beim Giveaway mitmachen. Okay, sehr schön. Der Gewinner von dem Teil wird auch so wie heute einfach in dem Video genannt und eben dann angefragt, dass er mir den Trading schicken soll. Södele, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt natürlich gerne in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache seht mit dem heute angesprochenen Thema. Und kommt gerne in den Livestream. Heute haben wir unseren eSportal Special Stream, jetzt am Donnerstag ab 18 Uhr. Da hauen wir dann wieder eSportal Premium Pässe raus und werden wohl dann auch wieder zwei Stargather spielen. Ich freue mich drauf. Und soweit ich weiß, ist die Chance, also die Drop-Chance auch wieder gut erhöht. Letztes Mal gab es Knife, das wisst ihr, wir haben jetzt schon ein Knife und zwei fette AWPs davon bekommen. Es lohnt sich also reinzuballern, ne? Natürlich gibt es aber auch wie immer bei mir im Stream ein Giveaway mit vier leckeren Sachen oder sogar fünf leckeren Sachen. Also rankommen, let's go. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter.